Ja, Leute, sorry. OBS hat sich leider spontan entschieden, alle meine Audiogeräte als nicht erkannt einzustellen. Obwohl ich mich selber gehört habe im Video und auch der Sound komplett da war. Das bedeutet, alles hat funktioniert, aber OBS hat sich einfach entschieden, also die Software hat einfach entschieden, einen Fehler zu haben. Dementsprechend hat das Video null Sound. Weder Mikrofon noch Ingame-Sound noch irgendwas. Ja, ich will das Video jetzt auch nicht unbedingt nochmal machen. Deswegen tut mir das furchtbar leid. Ich wollte echt, dass ihr heute ein Lego Star Wars Video habt. Ihr habt es jetzt leider komplett ohne Ton. Ich weiß, das ist scheiße. Aber ich muss einfach in dem Fall wirklich sagen, es ist leider 100% die Schuld von OBS. Also ich habe geschaut, die Ausschläge waren da. Es ist alles komplett normal gewesen, bis ich das Video ins Schneideprogramm gelegt habe und dann festgestellt habe, dass die Audiospur halt komplett blank ist. Also es ist sehr traurig, aber ich kann leider nichts tun. Ich werde euch ein bisschen Musik drunter legen, könnt ihr das Video halt trotzdem nebenbei so ein bisschen ansehen. Ja, sorry, aber ich kann da leider dann auch leider nicht viel tun. Trotzdem habt viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns dann im nächsten. Ciao. Thank you.